Ja, willkommen zurück zu Ravres Neue Augen. Ja, wir suchen jetzt den Schamanen. Wir haben ihm geholfen, zu seinem Marterpfahl zu finden. Und, ja, ich habe eigentlich auch schon eine Idee, wo das sein könnte. Lilly, danke. Nämlich hier, Indianerfriedhof. Oh, Tatsache. Er hat all die anderen Zensurgnome gefressen und hockt nun hier mit seinem Laptop vor dem Lagerfeuer. Ja, auch eine Erklärung, würde ich sagen. Junkfood, das nehmen wir zuerst, bevor wir mit dem Typen reden. Das kann man immer gebrauchen. Keiner darf behaupten, Junkfood wäre schlecht. Mom, kurz AFK. Yeah, lol. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Windigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI. Sie stinken bestialisch. Lol. Ich wusste, dass irgendwann noch ein LOL kommt. Der Wendigo. Dämon. Wendigo. FY. Na dann. Autovervollständigung. Meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel. Das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Router ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich bei einem Server arbeite, oder? Aha. Mit einem Apache. LOL. Autovervollständigung. Meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-Up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. BRB, würde ich mal sagen. Lol. Und tschüss. Ja. Auf zum Hinterhof. Ah ja, jetzt haben wir das Rezept, das geben wir dem mal. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Okay. Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Ah. Enthaarungscreme. Der Typ will sich doch nicht etwa die Beine enthaaren. Lass dir lieber einen natürlichen Pelz wachsen, Mensch. Das ist viel ästhetischer. Naja. So. Okay. Ich hab das nicht bestellt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Ja. Schon klar. Aber das hast du bestellt, oder? Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Da ist was dran. Wow. Hey. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Ja,
Entschuldigung, ich wollte einfach mal das Deo-Spray damit verbinden. Sollte man im echten Leben niemals tun, Leute. Ganz besonders nicht mit Haarspray. Wirklich. Probiert es nicht aus. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst. So, okay. Aber auf der anderen Seite bringe ich euch jetzt auf dumme Gedanken. Auch toll. Ja, hey, was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht können wir ihn mit ein bisschen Junkfood dazu bringen, irgendwas für uns zu tun. Was ist das? Habe ich dich da etwa verdorbenes Fleisch? Aha. Verdammt! Dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn mich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. Ach, verdammt. Ja, mehr nicht. Und wenn ich das Junkfood in die Sonne stelle? Das Essen hatte schon lange genug in der Sonne gelegen. Eine Plakette der Sonne. So ein Mist? Was mache ich denn jetzt? Brauchst du Enthaarungscreme? Wenn einer, dann du. Was ist das? Habe ich dich da etwa verdorbenes Fleisch? Okay, ich hab's mir fast gedacht. Hey du? Was ist das? Na schön. Dann gehen wir halt wieder. Vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Typen reden. Oder aber, wir bieten es. Ja. Wir bieten es dem Goldgräber an, weil der ist ja wohl der behaarteste Typi weit und breit. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller, wenn ich wo... Okay, verstehe. Brauchst du ein Deo? Was soll ich denn damit? Ja, besser riechen. Cashcow? Brauchst du ein Demo? Deo? Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln auszudenken. Tatsache war doch... Niemand wusste, was sie da tat und warum. Böse. Ganz böse. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Ah ja. Das ist ja ganz schön und gut, aber... Kapiert habe ich es trotzdem noch nicht. Hey, lass Dolly ihn, solange du... Aber wie... Na schön. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. Okay. Was? War das jetzt echt das Rätsels Lösung? Geier? Gucken wir uns doch mal an. Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Jicha! Na, wenn das mal nicht unser Wendigo ist. Und wenn uns das mal nicht an die Höhle von Ednas Versteck erinnert. So, gehen wir rein. Ich bin sicher, er hält uns eh auf. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Schrecklich, diese Büffelpopos. Brauchst du ein Deo? Bist du verrückt? Lass das. In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na, siehst du. Wenn's der Sache dient? Na, vielleicht sollten wir erstmal mit dir reden. Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast. Aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Aha. Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig. Und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern.
Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Er stank. Gut. Er stank also. Das heißt, das mit dem Deo ist doch bestimmt nicht so falsch. Aber er will's ja nicht. Haben wir hier irgendwelche Sachen, mit denen wir interagieren können? So, wir haben also einmal hier den Wendigo und den Himmel. FCKW. Ja, das ist es, das ist es. So, aufgepasst, Ozonschicht. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Ja. Boah! Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Wo? Wo? Okay. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Na toll. Der Typ ist aber auch echt gut gewappnet. Ein harter Gegner bisher. Aber glaubst du etwa, ich lass mich davon so einfach beeindrucken? Wir nehmen die Sonnencreme. Hey, was das? Ich brauche meine Sonnencreme. Wir könnten hier jeden Augenblick ein Ozonloch bekommen. Ja, sieht fast so aus. Wenn ich mir die beiden Flaschen so betrachte, vielleicht können wir die Sonnencreme mit dem Enthaarungscreme vertauschen? Die sehen sich ja recht ähnlich, vielleicht. Naja, so ähnlich sehen sie sich gar nicht, aber man kann es probieren. Tatsache. Oh oh, es geht los. Schnell eincremen. Wow! Schöne Scheiße. Schöne Scheiße. Lol. Oh Gott. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Ja! Denn es ist so gut wie nirgendwo sicher. Merkt ihr das, Wendigo? Wuhu! Wir haben den Wendigo verbrannt. Like a boss. Und können nun an gefährliche Orte reisen. Yeah! Sehr schön. Es ist also an der Zeit, ein Verbot aufzuheben. Lilly! Wechsle in den gefährliche Orte Betretungsmodus. Sching! Sehr gut. Und ich würde mal sagen, ich erzeuge wieder einen Spannungsbogen, was uns in dieser Höhle erwartet. Das seht ihr im nächsten Part von Harveys neue Augen.